Auch gegen Scheiding kann Bamberg den Fluch des Nichtsiegens nicht bannen. Der FC Eintracht startet schwungvoll, gerät aber durch die erste gute Aktion der Gäste gleich in Rückstand. Brückel nach feiner Vorarbeit zum 0:1 in Minute 12. Die Domstädter nicht geschockt, bleiben ihrer Marschrichtung treu. Kaufmann, schöner Steilpass auf Kaiser. Doch der scheitert noch am glänzend reagierenden Resch. Nach einer knappen halben Stunde macht es Bamberg dann besser. Ausgangspunkt, immer wieder Kaufmann, diesmal auf Görtler und der ist die Fußspitze schneller am Ball. Verdienter Ausgleich, denn die Petzold-Truppe ist besser, Scheiding konzentriert sich vorzugsweise auf die Defensive und ich weiß nicht, warum Schiri Steffen Mix den vermeintlichen Führungstreffer durch Scheffler verwehrt. Für mich ist es weder Abseits noch Handspiel, allein das Tor zählt nicht. Also erste Halbzeit ist eigentlich unser Plan vollkommen aufgegangen, dass wir uns nah an die Fünferkette der Scheidinger spielen und die Bälle durchstecken. Was wir über das komplette Spiel nicht gut geschafft haben, waren halt die Kontersituation der Scheidinger zu unterbinden. Da waren sie immer gefährlich. Das bleibt auch in der zweiten Halbzeit so. Jetzt haben die Gäste über eben solche Konter die besseren Möglichkeiten, machen aber genauso wenig daraus wie der FC Eintracht aus seiner leichten Feldüberlegenheit. Und Scheiding fällt nicht nur mit seinem Konterspiel auf. Die Gäste unterbinden den Bamberger Aufbau mit vielen rüden Fouls. Gashi hier nur auf die Knochen von Scheffler. Da gibt es freilich keine zwei Meinungen. Glatt rot. Doch auch mit einem Mann mehr können die Violetten in der Schlussphase das Spiel nicht mehr drehen. Sie machen Druck, aber das Bollwerk der Gäste hält stand. Die können mit dem Punkt sicher auch gut leben. Und für Bamberg geht das Warten auf Saisonsieg 1 weiter.